Herzlich willkommen zu Teil 37 der Reihe über komplexe Zahlen. Wir machen heute Beispiele für die Zerlegung von Polynomen in Linearfaktoren. Wir betrachten also, wie gesagt, Beispiele zur Linearfaktorzerlegung von reellen Polynomen, also Polynomen mit reellen Koeffizienten, über die komplexen Zahlen. Das Auffinden einer Nullstelle, das ist nicht trivial und das wollen wir hier nicht fokussieren. Es gibt einfache Möglichkeiten wie Raten bzw. Probieren einfacher Werte wie 1, 2, minus 1, i, minus i und so weiter. Man kann ein Polynom grafisch darstellen und versuchen, Nullstellen zu erkennen und dann durch Einsetzen zu prüfen, ob das, was man gesehen hat, auch tatsächlich eine Nullstelle ist. Und man kann Dinge anwenden wie das Newton bzw. Newton-Raphson-Verfahren. Das habe ich beschrieben in meiner Videoreihe über Taylor-Reihen und zwar in den Folgen 19 und 20. Das wird also hier nicht vertieft. Wir schauen uns ein Beispiel an. Wir suchen die Nullstellen des Polynoms x hoch 3 minus 3x² plus 4x minus 2 und wir stellen das Polynom als Funktion mal grafisch dar und wir sehen hier eine Nullstelle bei x gleich 1 und wenn wir das einsetzen, haben wir 1 minus 3 plus 4 minus 2 und das ist tatsächlich dann 0. Das heißt, wir haben eine Nullstelle gefunden und wir können jetzt diese Nullstelle als Linearfaktor herausnehmen aus dem Polynom, indem wir per Polynomdivision das Polynom p von x durch die Nullstelle teilen, durch den Linearfaktor teilen, genauer gesagt. Das heißt, wir rechnen x hoch 3 minus 3x² plus 4x minus 2 dividiert durch x minus 1. Wer noch keine Polynomdivision gesehen hat, der kann das hoffentlich jetzt hier mitnehmen. Wir schauen jetzt, mit welchem Faktor müssen wir x minus 1 multiplizieren, damit wir zunächst mal die höchste Potenz hier erzeugen. Das ist dann ja offensichtlich x². Das geht jetzt im Prinzip wie das schriftliche Dividieren bei ganz normalen Zahlen. Wenn wir x² mal x minus 1 rechnen, ist das x hoch 3 minus x². Und jetzt ziehen wir x hoch 3 minus x² von dem ab, was darüber steht. X hoch 3 minus x hoch 3 ist 0, deswegen haben wir das gemacht. Minus 3x² minus minus x², also plus x², ist minus 2x² und die anderen Terme bleiben stehen. So, jetzt müssen wir die jetzt höchste Potenz sozusagen eliminieren. Das heißt, wir müssen etwas finden, mit dem wir x multiplizieren können, sodass minus 2x² herauskommt. Das ist also offensichtlich minus 2x. Minus 2x mal x minus 1 ist minus 2x² und minus mal minus ist plus, also plus 2x. Ich schreibe hier links mal ein Minus hin und hier auch. Wir ziehen jetzt diese Zeile von dieser ab. Dann verschwindet der erste Term und 4x minus 2x ist 2x minus 2. Und jetzt haben wir hier letzten Endes noch eine 2. Denn wenn wir 2 mal x minus 1, das ist 2x minus 2. Hier kommt wieder ein Minus ganz vorne hin. Und das ergibt 0. Das heißt, das Polynom, das wir ursprünglich hatten, geteilt durch x minus 1, ergibt das Polynom zweiten Grades x² minus 2x plus 2. Hier nochmal hingeschrieben, die Faktorisierung, die wir jetzt erhalten haben. Jetzt haben wir also noch die Nullstellen zu finden von dem Polynom zweiten Grades. Da können wir die BQ-Formel anwenden oder die quadratische Ergänzung, aus der die BQ-Formel ja kommt. Und wenn man das tut, dann erhält man das Ergebnis, dass die Nullstellen x1, x2 als Lösung von diesem Term 1 plus minus Wurzel aus minus 1, also 1 plus minus i sind. Es liegt also hier der Fall vor, dass ein Paar von komplexen Nullstellen existiert, die zueinander konjugiert komplex sind. 1 plus i ist ja das konjugiert komplexe von 1 minus i und umgekehrt. Und damit haben wir die gesamte Linearfaktorzerlegung gefunden. P von x ist x minus 1 mal x minus 1 plus i mal x minus 1 minus i. Wenn man das Ganze jetzt hier ausmultiplizieren würde wieder, dann würde man das ursprüngliche Polynom haben. Ein zweites Beispiel, wir haben das Polynom vierten Grades, x hoch 4 minus 2x hoch 3 plus 3x² minus 2x plus 2. Und wenn wir das grafisch darstellen, dann sehen wir schon,
Es gibt überhaupt keine reellen Nullstellen. Das heißt, mit der grafischen Darstellung kommen wir hier nicht weiter. Es hat also wie gesagt keine reellen Nullstellen und wir raten jetzt einfach mal. Natürlich habe ich das Beispiel so konstruiert, dass Raten hier auch zum Ziel führt. Und wir raten, der einfachste Fall, da wir keine reelle Zahl raten können, denn die gibt es ja nicht als Nullstelle, raten wir x gleich i. Und wenn wir das einsetzen, i hoch 4 minus 2i hoch 3 und so weiter. I hoch 4 ist ja minus 1 Quadrat, also 1. Das i Quadrat ist minus 1, also ist minus 2i hoch 3, dann plus 2i und so weiter. Die weiteren Terme ausgewertet. Das bedeutet, und es kommt heraus, dass das tatsächlich eine Nullstelle ist. An der Stelle p von i ist also 0. Wir haben also unsere erste Nullstelle gefunden, x1 gleich i. Und damit muss nach dem Fundamentalsatz auch x2 gleich x1 konjugiert, also minus 1, ebenfalls eine Nullstelle sein. Und wir haben also schon zwei Nullstellen gefunden. Das bedeutet, wir, um die weiteren Nullstellen zu finden, dividieren wir jetzt das gesamte Polynom. Ich schreibe es jetzt hier nochmal hin für die Rechnung. X hoch 4 minus 2x hoch 3 plus 3x Quadrat minus 2x plus 2 dividiert durch x Quadrat plus 1. Das ist ja das Produkt unserer beiden bisher gefundenen Nullstellen. Das ist ja x minus i mal x plus i. Dieser Term hier. Und jetzt machen wir also wieder die Polynomdivision und wir wollen zunächst den x hoch 4 Term eliminieren. Das heißt, wir haben hier x Quadrat. X Quadrat mal x Quadrat plus 1 ist x hoch 4 plus x Quadrat. Hier ganz links schreiben wir wieder ein Minus hin. X hoch 4 minus x hoch 4 verschwindet. Dann haben wir minus 2x hoch 3. Von hier oben, das bleibt stehen. Dann haben wir 3x Quadrat. Minus x Quadrat, das sind 2x Quadrat. Und die weiteren Terme bleiben stehen. Minus 2x plus 2. Jetzt wollen wir den x hoch 3 Term eliminieren, das heißt minus 2x. Denn minus 2x mal x Quadrat ist genau minus 2x hoch 3. Ups, ist 3. Minus 2x mal 1 ist minus 2x. Dann verschwindet, wenn wir hier vorne das Minuszeichen wieder hinschreiben, verschwindet der x hoch 3 Term und wir haben 2x Quadrat. Dann haben wir hier minus 2x, minus minus 2x ist 0 und dann bleiben noch 2 über. Und dann haben wir als letzten Term offenbar die 2, denn 2 mal x Quadrat plus 1 ist 2x Quadrat plus 2 minus, ergibt 0. Und damit ist eben das hier der Quotient der beiden Polynome, hier nochmal hingeschrieben, unser ursprüngliches Polynom ist dann x² plus 1, das ist das Produkt der ersten beiden Nullstellen, die wir gefunden hatten, mal dem, was wir per Polynomdivision herausgefunden hatten. Und dieser zweite Faktor, wer sich das vielleicht gemerkt hat oder auch nicht, das ist genau der Faktor, den wir schon im ersten Beispiel hatten, das heißt, den hatten wir bereits faktorisiert, das ist x gleich, das ist 1 plus i mal 1 minus i, also sind das unsere dritte und vierte Nullstelle, 1 plus i und 1 minus i. Und damit ist die gesamte Faktorisierung dieses Polynoms vierten Grades, eben so wie es hier steht, x minus i mal x plus i. Das waren unsere geratene Nullstelle und das Konjugiertkomplexe. Und die beiden, die wir aus der Polynomdivision unter der PQ-Formel erhalten hatten. Wir sehen also insgesamt vier reelle Nullstellen, die alle verschieden sind und die paarweise konjugiertkomplex sind. Die ersten beiden sind zueinander konjugiertkomplex und die zweiten und die dritte und vierte zueinander. Das war also die Linearfaktorzerlegung von reellen Polynomen. Das ist, wie gesagt, ein äußerst wichtiges Thema und in der Praxis keineswegs trivial, die Nullstellen zu finden. Aber das möchte ich jetzt hier an der Stelle auch nicht weiter vertiefen. Wie es im Prinzip geht, haben wir jetzt gesehen. Die Polynomdivision ist insbesondere auch wichtig. Die habe ich an zwei Beispielen vorgerechnet. Und dann wollen wir in der nächsten Folge dazu übergehen, uns komplexe Funktionen anzuschauen. Vielen Dank.